Wenn Jens Schanze den Studenten im Raum seine Sicht der Dinge, seine Herangehensweise bei Film- und Videoprojekten schildert, ist schnell klar, der Mann kann was, ist vom Fach eben ein richtiger Profi. Zu viel Lobhudelei? Nicht doch, denn bereits vor seiner Berufung zum Professor im Studiengang Medientechnik an der TH Deckendorf im Herbst 2014 galt er als preisverdächtiger Senkrechtstarter im Dokumentarfilmgenre. Und die erneute Auszeichnung zeigt, der 44-Jährige ist ein echter Glücksfall für die Hochschule. Für die THD ist es natürlich eine Auszeichnung, wenn wir so jemanden haben, der einfach anerkannt hervorragende Filme machen kann und dann auch mit Preisen entsprechend ausgezeichnet wird. Und ich denke, eigentlich das Wichtigste ist das Zeichen für die Studenten, dass sie hier einfach bei uns wirklich von jemandem lernen können, der anerkanntermaßen einer der Besten in Deutschland ist. Einer der Besten. Und dieses Lob vom Chef persönlich. Als Produzent, Autor und Regisseur hat Schanze bis dato eine Vielzahl an Dokumentarfilmen realisiert und leistet damit ausgezeichnete Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes. So wie bei seinem aktuellen Film La Buena Vida, das gute Leben. Der 97-minütige Film entstand von 2011 bis 2015 und zeigt die Geschichte des kolumbianischen Dorfes Tamarito, das samt Einwohnern umgesiedelt wird, damit noch mehr Kohle vornehmlich für Europa abgebaut werden kann. Für das Voraugenhalten derartiger Umweltzerstörung und der damit einhergehenden Vertreibung indogener Völker gab es für Schanze und sein Team nun am vergangenen Freitag den Bayerischen Filmpreis. Für ihn übrigens bereits der zweite. Na, zuallererst ist es natürlich eine sehr schöne Bestätigung, rückwirkend für den Film, den wir gemacht haben, für das konkrete Projekt. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Ermutigung und eine Aufforderung, weiterzumachen. Weitermachen, wenn auch vielleicht erstmal im Bereich Kurzfilm. Denn als Vollzeit-Prof und mittlerweile Familienmensch bleibt inzwischen nicht mehr ganz so viel Zeit für ausgiebige Dokumentarfilmprojekte. Die entsprechenden Themen werden dem gebürtigen Bonner aber in Zukunft sicherlich nicht ausgehen, denn das hat direkt was mit meinem täglichen Leben zu tun und mit der Frage zu tun, wie möchte ich denn eigentlich leben? Daraus haben sich eigentlich fast alle, oder ich würde sagen nicht fast, sondern haben sich alle meine Filmprojekte entwickelt, dass es irgendeinen Aspekt gibt, der mit meiner Lebensrealität etwas zu tun hat. Das, aber vor allem Genauigkeit, gute Vorbereitung und Recherche möchte er seinen Studenten vermitteln. Hohe Ansprüche und manchmal eben mit Reibungsfaktor. Ich finde das aber eigentlich sogar gut, ja, also weil das erstens die Arbeit auch spannend macht und also das kann ich zumindest auch von meiner eigenen Ausbildung sagen, also wenn man keine Herausforderungen hat, dann kann man sich auch nicht entwickeln. Die Ansprüche sind relativ hoch und es ist einfach nicht immer leicht, dass man dem gerecht wird. Es ist schon hilfreich, wenn man jemanden hat, der davon offensichtlich Ahnung hat, wenn er damit schon erfolgreich war. Ich würde eher sagen, dass es eigentlich schon motivierend ist, weil man merkt, er hat Ahnung von dem, was er macht. Und für so jemanden dann Kritik zu kriegen, ist einfach noch etwas ganz was anderes. Und wer weiß, vielleicht kommt ja bald auch aus den Reihen der Deckendorfer Medientechnik-Studenten der nächste bayerische Filmpreisträger. Das dafür notwendige Handwerkszeug bekommen Sie hier auf jeden Fall schon mal mit.